Schön, dass ihr reinschaut zu einem neuen Fettkosmos-Erkundungsvideo durch den Weltraum, durch das Universum. Heute habe ich einen erdähnlichen Planeten gefunden und den möchte ich euch zeigen. Dieser besagte Planet ist in einem kleinen Kugelsternhaufen. Und das Besondere an diesem erdähnlichen Planeten ist ein roter Blutmond, meine lieben Freunde und Freundinnen. Nur mit dem Unterschied, dass der dauerhaft rot ist und wir haben hier auch eine blaue Atmosphäre sowie Kontinente. Die Kontinente sind hier allerdings viel größer als auf unserer Erde. Das heißt im Umkehrschluss, er hat etwas weniger Wasser und schaut mal, im Hintergrund ist ein roter und ein blauer Stern zu sehen. Wir haben hier also in diesem System mehrere Sterne und am blauen Himmel, ähnlich wie auch auf unserer Erde, haben wir eben diesen roten Stern und den blauen Stern, der etwas kleiner ist. Aber jetzt sagt mir wieder einer von euch, hey, aber das ist doch die Erde, was willst du denn mit dem Planeten? Das ist doch nichts Neues hier. Doch, das ist hier ein bisschen was Neues, ich habe hier eine kleine Besonderheit hier für euch. Zum einen liegt das an den Gebirgsformationen, aber das ist gar nicht mal der Punkt. Der wichtige Punkt ist, wie sich die Sonne, also wie sich die Sterne in diesem System drehen. Und schaut euch das mal an, wie die sich drehen. Die drehen sich quasi einfach nur so im Kreis, in einem kleinen Kreis. Ja, und was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass dieser Planet auf einer Seite immer hell ist und auf der anderen Seite ist der immer dunkel, also es ist immer Nacht auf der anderen Seite. Das ist unglaublich. Also wir haben hier wirklich immer pure Dunkelheit auf der einen Seite und pure Helligkeit auf der anderen Seite. Einfach weil sich die Sterne in kleinen Umlaufbahnen bewegen. Das sind zwei Sterne, ein Doppelsternsystem und die haben wirklich nur eine sehr kleine Umlaufbahn. Das Interessante dabei ist, dass dieser Planet sich nicht um diese Sterne dreht, sondern er dreht sich um einen anderen Schwerpunkt in dem System. Da fällt mir ein Artikel ein, wo ich gelesen habe über einen Planeten, einen erdähnlichen Planeten, den Kepler-Planeten. Und da war es das gleiche Spiel, da haben sie über das gleiche berichtet. Und hier, dieser Planet könnte vielleicht so ein Kepler-Planet sein, aber der Planet in unserem Universum wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Lichtjahre entfernt sein. Und wer meine Lichtgeschwindigkeit-Videos kennt, der weiß, dass so eine große Entfernung, zum Beispiel hunderte Lichtjahre, einfach schier aus heutiger Sicht unmöglich ist, dorthin zu reisen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann in Zukunft eine Möglichkeit. Hier sehen wir übrigens ziemlich schöne Flüsse und die zwei Sterne im Hintergrund. Und was noch eine Besonderheit ist, ist natürlich noch der rote Blutmond, den ich vorher erwähnt habe. Den sieht man im Hintergrund auch wirklich sehr schön und der ist wirklich sehr, sehr nahe. Unser Mond, der ist ja teilweise auch relativ groß an manchen Tagen. So, hier auch nochmal die Flussformation, die man hier sehen kann. Also es existiert hier auf diesem Planeten Wasser und sogar sehr viel Wasser. Hier sieht man einen kleinen See oder einen Meeresabschnitt. Und den roten Blutmond auch in der Nacht sieht man den wirklich sehr schön, wie der angeleuchtet wird von den Sternen. Und die Helligkeit, also die Helligkeit des Blutmondes ändert sich ja nicht. Oder zumindest nicht wirklich stark. Also wird nur von einer Seite sehr stark angestrahlt und diese Strahlseite, also von der er angestrahlt wird, die ändert sich eigentlich gar nicht. Hier in der Aufnahme sieht man das eben auch nochmal ganz schön und man muss dazu sagen, nicht jeder Punkt ist wirklich auch ein Stern, da sind wirklich nur zwei Sterne, aber es, die anderen Punkte, die da leuchten, das sind Planeten oder Gasriesen, die da einfach auch nochmal angestrahlt werden von den Sternen. Deshalb leuchten die auch so am Horizont, aber wie gesagt, man darf das deshalb nicht verwechseln. So, dann kann man vielleicht nochmal ein bisschen philosophisch werden. Gibt es denn wirklich so einen Planeten? Ja, es könnte sehr wahrscheinlich sein, wirklich. Man muss sich einfach vorstellen, es gibt Milliarden von Galaxien und in diesen Galaxien gibt es Milliarden von Sternen und die Möglichkeit, Milliarden, aber Milliarden, Billionen, die Zahl, die kann man wahrscheinlich gar nicht mehr aussprechen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt noch die Zeit auf der Erde und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.